denn los? Ach, nichts. Ich hatte nur so ein komisches Gefühl, dass da irgendwas passiert ist. Ist denn irgendwas passiert? Ach, was weiß ich. Wahrscheinlich bin ich einfach nur ein bisschen nervös, weil Timo heute seine letzte Abi-Prüfung hat. Glaubst du, er packt das nicht, oder wie? Doch, eigentlich schon. Mal kurz. Er hatte nur einfach nicht so viel Zeit zum Lernen, weil er doch im Krankenhaus war. Ja. Geht's um ein Messer? Wurde doch irgendwie an der Niere operiert, oder? An der Leber. Ja, manchmal kriegt man eine zweite Chance, die man nutzen sollte. Ja, und das werden wir auch. Sobald Timo wieder fit ist, machen wir eine Interrail-Tour. Cool. Aber jetzt muss Timo erstmal seine Abi-Prüfung schaffen. Das packt er schon. Da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ja, stimmt. So, alles klar? Kennst du das, wenn du plötzlich so ein komisches Gefühl hast und keine Ahnung, woher es kommt? Das Gefühl hatte ich eine Zeit lang ständig. In meiner Partyphase, da habe ich immer gedacht, dass ich abends was ganz Blödes gemacht habe, aber es dann morgens nicht mehr wusste. Das meinte ich jetzt nicht gerade. Aber du lächelst wieder. Komm, Schichtwechsel. Wollen wir doch mal schauen. Damit wär's mal wieder bewiesen, dass Mädchen einfach mehr Trinkgeld kriegen. Dabei kriegst du noch nicht mal einen knappen Rock. Oh, du meinst, damit hättest du mehr Erfolg? Im Moment kann ich jeden Cent gebrauchen. Timo macht gerade seine letzte Abi-Prüfung und danach hauen wir ab in Interrail. Du gibst mir aber schon noch Zeit, einen Ersatz für dich zu finden, oder? Für mich findest du keinen Ersatz. Und danach hast du mich ja wieder. Oh, eine Frau mit Weitsicht. Kim, die Überraschung ist fertig. Keine Ahnung, was sie damit meint, aber jetzt wird gefeiert. Dann hau schon ab und grüß Timo lieb. Mach ich. Tschüss. Oh Mann, waren wir auch so süß, als wir frisch verliebt waren? Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ey,